Ja, und damit grüße ich euch zurück bei Mad Games Tycoon. Wir waren ganz gut dabei. Gerade eine Engine am Updaten. Wir brauchen fürs Add-on, müsste Flashback sein. Neue 100.000. Flashback selbst ist jetzt fast in den schwarzen Zahlen. So, dann brauchen wir hier beim Time 12 Add-on auch noch 100.000. Haben die Jungs was zu tun? Nein. Welches Samurai da? Ach, unser Samurai. Unser Samurai-Kickboxer, der schon 3,8 Millionen Einheiten verkauft hat in 40 Wochen. Jetzt nochmal 1 Million. So, und jetzt Spiel entwickeln. Fortsetzung zu Babylon. Home Computer. Wir machen das nächste MMO. So, jetzt lass mal gucken hier. Babylon da. 30, 30, 10, 30. Okay. Sollten wir vielleicht erst noch normal machen. Um die IP A besser aufzubauen. Und B und C Einstellungen anzupassen. Action? Nein, Action nicht. So. Dann könnten wir eigentlich das ist das Exklusivspiel für unsere neue Plattform machen. Hersteller exklusiv. 5,5. Sehr schön. So, wie gesagt. Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Begeistert. Steuerung begeistert. Höhere Spiellänge. Sehr für Casual Gamer. Besseres Level Design. Und ist zu einfach. Okay. Dann das. Zugänglichkeit, Spieltiefe einmal weg. Einmal Missionsset. So. Dann probieren wir das Ganze mal so. Du kannst weg. 60. Okay, Moment. Easter Eggs nehmen wir raus. Hallo? Easter Eggs nehmen wir raus. Sheet Modes nehmen wir raus. Obwohl 18 Stück. Das Level Editor, Lenkrad raus. Wären immer noch 15. Ist 50. Der Triple A. Dann müssten wir noch 5 rausnehmen. Quick Events. Keiner Schaster. Passwort Saves kann raus. Dann lokale Highscores. Da müssen wir noch einen. Prozedural erstellte Welt. Können wir auch rausnehmen. So. Ingame-Käufs.
Angriffsreife. Kann man machen, muss man nicht. Oh, Spielname. Ah ja, genau. So, Moment. Nein, Babylon 5 Barbie. So. Zack. Halt von 40. Ihr fangt mit dem Gameplay an. Hier die Grafik. Sound. Animationen. Jetzt brauchen wir unser Add-on vom Kickboxer. Wenn wir 100.000, ja. Wir sind im Plus, wenn es auch nicht viel ist. So, 231.000. Spiel produzieren, das 71.000 hat er noch. Wir nehmen 500.000 dazu. 4 Millionen verkaufte Einheiten. So, ach ja, unsere Add-ons. Spiel produzieren, Add-on, hiervon. Reicht auch 500.000. Dann produzieren, Add-on Time Travel. Mach mal 200.000. Oh, unsere PlayZ 5, 4 quasi veröffentlichen. Wir legen da rein 75 Millionen. Und ab jetzt wollen wir nur noch Double A bis Vierfach A Spiele haben. Wie immer, gehen erstmal auf 19 Dollar Gewinn. DevGeld kostet jetzt 30.000. Jawohl, 7,8. So, Moment mal eben, Tochterfirmen, Galaxy, versierte Spielgröße, Genre geben wir keins vor, Thema geben wir keins vor, so. Ihr sollt auf folgenden Plattformen auf der 2. So. Drei und 2. 4. So, die entfernen wir. Kommt die 4 wieder hin. Und die PlayZ 2 kann da auch hin. Obwohl, dann ist es nicht mehr exklusiv. Na gut, komm, ist egal. PC nehmen wir noch mit.
machst du als einziger kein Exklusivvertrag. Exklusivspiele, Auszeichnungen, einmal ein Hit, drei goldene jetzt mittlerweile, sehr schön. IPs 27,8 Millionen, ja, sehr schön. Verkaufte Einheiten 140.000. Ah, die ist noch online, ne? Die ist noch nicht abgeschlossen. Ach, exklusiv. Exklusivtitel für die 2 und 3. Okay. Okay. Das war kein Exklusivtitel. Ganz knapp. Ganz knapp. Ist der nicht noch online? Nein. Okay. Hier auch mal auf da. Exklusiv. Ach, das war das MMO eben. Ja, die hat natürlich richtig miese gemacht durch das, durch die Exklusivität. So, wenn die auch für mehrere machen, dann geht's ja. Oh, 4 Hits, einmal Spiel des Jahres, 2 goldene. Sehr schön. So. Wir gehen auf Einkaufstour wieder. Eric Games. Maxus kennt man. Oh, Simulation City. Na, sehr schön. Extreme Curves macht aber Minus. Das macht Gewinn. Das macht deutlich Minus. Minus. Also die meisten machen doch schon Minus. Auszeichnungen. 4 goldene Schallplatten und 5, eine Platin sogar. So. Da, 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 da. Fox Studios. 13 gewinnen, 22 gewinnen, etwas Minus. Macht Gewinn. Auszeichnungen. Ja. Ah. So. Accolade, den kennt man auch von Original. Das war nämlich, genau, Test Drive. 8 Minus, Plus, 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 sehr schön. Auszeichnungen, ja, sogar einmal Publisher des Jahres. Tochterfirmen. Mal, guckt mal. Ja, es wächst, es wächst. So. Du machst bitte auch.
So, das, das, das. Den hatten wir noch. Die hatten wir noch gekauft. Priorisierter Publisher. Ach, du kannst dich selber publishen. So, 7 Tochterfirmen haben wir mittlerweile. Da, es steigt wieder. 170, so hoch habe ich es zumindest noch nicht gesehen. 164 war mein Schatz höchste. So haben wir noch ein bisschen Spiel. So einmal das. Dann dich natürlich. Was haben wir noch? Nehmen wir dich auch. Mal, vielleicht kriegen wir ja auch mal eine Platin zusammen. Ich glaube so. So. Vertrauensverlust. Keine neuen Lizenzen. Was? Durch eine Reihe schlechter Lizenzspiele ist das Vertrauen bei Lizenzgebern gesunken. Zurzeit verweigern sämtliche Lizenzgeber eine Zusammenarbeit mit der Spielebranche. Spielemarketing. Mal da noch was rein. So. Du kannst hier unterstützen. Nein, warte mal, abbrechen. Du machst eine eigene Kostenoptimierung. Und zwar bei der 4, genau. Arbeitsmarkt. Hardware-Techniker. Da war ja keiner mehr. Oh, für unsere neue Station ist der erste lizenziert. Hat sich aber schon mal, ich hab's richtig gesehen, hab kein Geld rausgenommen. So, wir brauchen für dich neue. Was haben wir? 200.000. Machen wir die noch. Und der Samurai braucht auch nochmal. Der Samurai braucht auch nochmal 500.000. 171 Millionen, die das Game schon gebracht hat. Da tun die 2 Millionen in der Produktion hier nicht weh. Selbst wenn wir drauf sitzen bleiben sollten. Das Add-on braucht auch noch was. Da gehen wir mal was runter. Boah, selbst das Add-on 2,9 Millionen mal verkauft. Wie sieht es hier aus? Die Complete Edition hat uns auch noch mal fast 1 Million gebracht. So. Sagen. Ihr reicht mal ab und entwickelt ein weiteres Add-on hierfür. Alltagsleben. Add-on Alltagsleben. So standalone Add-on.
dahin gehen wir hin und jetzt brauchen wir Moment. Zack. Eine zweite Qualitätssicherung. Die Bugs hier dann von entfernt. So, dass wir eine Heizung dazwischen packen können. Einmal. Ja. Kaffeemaschine. Heizung. Uhr. So. Zap. Das ist schon mal einer. Du kannst jetzt Bugfixing. Abfixing sind wir gleich. Genau. Kannst du jetzt da dran gehen? Das Add-on. So. Hunderttausend sind nämlich schon bestellt. Auf der 2. Kannst du selbst veröffentlichen. Ein Programmierer. Super. Den kann man. Ups. Ein legendärer Programmierer. Habe ich nicht irgendwann mal gesagt, ich habe noch nie einen legendären Programmierer gesehen. Ach, Moment. Stopp. Ich brauche doch da unten einen Tester. Oh, Platin, Schallplatte. So, Moment. Wo ist er? Hier. 5 Millionen verkaufte Einheiten. Platin. Junge. Dann sind wir bei 750.000 jetzt. Lagerbestand noch 100. 61.000. Hier sind wir selbst auch bei 3 Millionen. Junge. Ups. Das erste Flashback Add-on. Nochmal 50.000. Das sind 100.000. 3,3 Millionen. Über 3,3 Millionen Add-ons dazu. Junge. Ich meine, oben fehlten 2. Oder mehr. Markt eben hier. Ich habe da nämlich noch mehr gesehen, die da fehlen. Da. So. Und jetzt brauchen wir langsam wieder Forscher. Dann hier brauchen wir 3, da brauchen wir 4, hier brauchen wir noch 2. Okay,
das. Die zwei hier rein. Da brauchen wir auch noch das dafür. Okay. Schon wieder, wow, über 100.000, 200.000. $150. Ach Gott, 200.000. Das hat auch schon 76 Millionen eingebracht, das Add-on. Da lache ich über die 800.000, was die Produktion kostet. Ah, unser. Jetzt auch gut in den schwarzen Zahlen. Wollt ihr mich denn? Wollt ihr mich denn? So, du bist 73 Wochen auf dem Markt. So, und das Add-on Flashback. Fanartikel gekauft, okay. Ja, da weiß ich noch nicht, wie das geht. So, eben noch die Bugs entfernen lassen, die 200. Rein. Und dich oben. So. Fortsetzen. Ein Blick. Hier nehme ich noch eben die Speichersoftware. Aktualisieren. So, jetzt. Schließen. Was? Nur 73%? Der Stone Cone. Moment mal eben. Das hier war 91. Aber wir hatten hier was geändert, ne? So, dann müssen wir erstmal produzieren. Was ist denn da? Street Fighter. 500.000.
Moment, scheiße, das war Alltagsleben. Fallschirm. Haben wir immer noch welche von? So, jetzt lass mal gucken hier. Du kannst unterstützen. Du unterstützt ebenfalls mal eben im Moment. Wolch. Das ist dumm. Das ist dumm. Kostet Standalone eigentlich mehr? Nö. Ist direkt da dran. So, das erste Addon ist weg. Leicht im Minus geblieben. Oh, hier ist wieder was. Nein, 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 nein. Warum? Warum? 214 Millionen plus. Junge, Junge, Junge. So, Marketing, Spiel. Das hier. Er hat nämlich kein Hype mehr. Kein Interesse mehr. So, das Add-on Time 12. Und Alltagsleben. Bekommst noch mal 500.000. Ach, du bist noch dran. Ist auf jeden Fall ein Plus.
28 wieder. Das Add-on hat auch keinen. Das ist Time Travel, ne? Nein, Moment. Street Fighter, Street Fighter. Spiel auswählen in Entwicklung. Das ist auch in Entwicklung. Wie sieht's denn jetzt hier aus? 0,3% bisher ein Spiel, zwei Spiele. 1,7 und 0,6. Also die Hardware der Konsole ist veraltet, dadurch steigen die Produktionskosten. Das heißt, die Konsole 2 nehmen wir jetzt vom Markt. Gut, wir sind schon mal an den Bugs. Sehr schön. Das erste Add-on ist weg. War knappe 85 Millionen eingebracht. Bierschutz erneuern. Und wenn ich das richtig gesehen habe, die erste Pony Station ist auch weg. Bupsi. Bupsi. Babylon Party. So. Da war noch nicht alles fertig, wenn ich das richtig in den Kopf will. Warum fehlen da zwei Mann? Das ist echt exklusiv. Moment mal. Oh ja. Nur auf der 4. Sound noch. Okay, zack, Spiel produzieren, 50.000. So, ah, Moment, ist das andere Add-on?
91%, ja, wunderbar. So. Was war? Add-on 3. Moment, da steht. Da ist das andere. Nochmal den Namen hier. Das ist Alltagsleben. Alles klar. Dann brauchen wir das. Alltagsleben hat auch schon 700.000. So. Dann fangt ihr jetzt an, dem nächsten Add-on hierzu. Add-on. Fight Night. Jungs, was Neues gehabt in der Social Media Integration. Gewalt reintun. Touchscreen. Multiple Enden. Mod Support. What's nein. Okay, dann bleibst du direkt hier am Bugfixing. Und sobald die fertig sind, werden die da mit einsteigen. Oh. 24 Millionen jetzt mittlerweile plus. Sagen, da muss auch wieder was Neues kommen, um das Interesse zu steigern. Deswegen, wie gesagt, das nächste Add-on. Dann machen wir mal ein bisschen Werbung hierfür. Das reicht mal ab. Ihr unterstützt mal hier. Die Pony 3, Pony Station 3 ist erschienen. Oh, nur noch 96.000 Abonnenten. Spiel produzieren. Weitere 50.000. So, dann gehen wir mal jetzt bekannt, dass ein weiterer Ableger kommt. Fight Night. Obwohl der eigentlich schon ein klein bisschen bekannt ist. Wir sind jetzt hier was fertig. So, Entwicklung abschließen. Selbst vertreiben. So. Jawohl, jawohl, 95%. Sehr schön. Spiel produzieren Babylon 5. Nochmal 500.000.
10.000 und 1.500. Müssen ja immer noch bedenken, es ist auf unserer Konsole hier. Oh, die hat ja gerade mal 0,5% Marktanteil. Oh, guck mal hier, 2,1%. Der höchste Marktanteil, den wir bis jetzt hatten. So, stimmt. Unterstützen. Ich glaube, das schaffen die alleine. Könnt ihr mit polischen. Prozent. Na gut, Babylon kommt ja gerade. Fünfhunderttausend. Das hat normale. Noch mal 500.000. Da haben wir eine goldene Schallplatte erreicht. Mit unserem ersten MMO. Sehr schön. Pirates Live 2. So, die erste Stufe haben wir geschafft. 73 jetzt. Boah, 75 Millionen hat man da reingepackt. Junge, Junge, Junge. Nochmal 50 Millionen. 9 Spiele. 9 Spiele waren das gerade mal. Das. So, vertreiben. Prozent. Sehr schön. Spiel produzieren. Fight Night. Fünfhunderttausend. Und dann Moment. Dann was machen wir dann? Und Babylon kannst du machen.
Start Level Editor, nee. Ah, nee, so. Haha, es wurden zu viele Gameplay-Features. So. Okay, ich kann keine mehr, weil ich 50 auf 50 schon hatte. Das heißt hier 20 Minuten. So. Moment, nicht jedes Gameplay eignet sich für ein Genre. Features, die sich besonders gut eignen, haben einen Bonus von 50%. Ungeeignete Features wirken nur zu 10%. Mit steigenden Erfahrungslevel sinken die Entwicklungskosten. Okay. Polishing. Kannst Bugfixing machen. Du unterstützt. Ihr macht Polishing. Hier aus 99. So. Boah. Haben wir jetzt aber richtig was drin. Ach, Verkauf. Da haben wir aber jetzt richtig was drin. Moment, Lagerraum. Noch Fördermittel genommen, ja. Warum auch nicht, ne? Der dumme Aiden stellt's doch online. Stellt's doch zur Verfügung. Warum sollen wir also unser eigenes Geld ausgeben? Okay, ist wieder. Marketing. Wop. So, add-on. Bugs rausmachen? Wir machen hier Bugs raus. Macht denn hier Bugs raus? Ihr. Ihr könnt helfen. Leistung ein Drittel, 30% geringer, aber das macht uns nichts. So viel haben wir noch nicht auf den Servern.
Okay, Spiel vertreiben. Add-on von 90%. Jawoll, jawoll. Spiel wählen. Barbie. Und welches Add-on packen wir jetzt da rein? Am besten Barbie. Das ist nämlich ganz frisch. So, die 2, die gibt es in dem Sinn gar nicht mehr. Und mit dieser Veröffentlichung unserer Tochterfirma Paradox Interactive verabschiede ich mich wieder. Die Zeit ist wieder rum. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, ich glaube, in der nächsten Folge werden wir vielleicht an die nächste Konsole rangehen. Und mal gucken, wie sich Babylon 9 Barbie entwickelt. Foolish Husband Online hat sie ja auch schwer zu kämpfen, bis sie jetzt langsam in den roten Zahlen, gut in den schwarzen Zahlen ist. Ein IPs. Foolish. Ich glaube, das warst du hier, ne? Ja. Mittlerweile 79 Millionen plus. Eine goldene. Das war hier. Unser Online-Ableger. So. Und jetzt die IP. Wert von 132 Millionen mittlerweile. An der Götter genauso 132 Millionen, aber 539 Millionen durch den Speed-Kicker hier. Junge, Junge, einmal Platin. Aber es war nicht das Beste. Das Beste war immer noch Mann im Mann im Gebirge. Wolfmann im Gebirge. Knappe 10 Millionen. Hier sind wir aber. So, da könnten wir demnächst auch dran gehen. An den nächsten Teil. Damit die IP nicht wieder runtersackt. Oh, guck mal hier. Die ganzen schönen Werte. Wenn wir die alle verkaufen würden, das wären schon 260, 310, 340. Oh, knapp 350 Millionen, die wir da bekommen würden. Bundles haben wir 1 gehabt bis jetzt. Ja, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.